Also dann, Leute, es geht natürlich immer noch weiter mit Hyrule Warriors Legends, denn die Lorule-Karte ist auch relativ groß und ich bin im letzten Part zum ersten Mal durch so einen Dimensionsspalt geschlüpft und auf der Lorule-Seite gelandet, bin jetzt aber trotzdem wieder hier drüben, weil ich jetzt endlich dank eines Krafthandschuhs Feinde habe erscheinen lassen bei einer Schlacht und jetzt konnte ich hier weiter aufdecken, habe offscreen auch noch ein paar wenige Schlachten gemacht, die nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel ein Herzcontainer fürs Horror-Kit geholt oder einfach so eine ganz normale Action-Quiz-Schlacht mit Agneta gemacht, wo es nicht mal irgendeine Belohnung gab und so weiter. Und deswegen, sowas erledige ich dann doch lieber offscreen. Und wo ich jetzt hier gerade stehe, kann Ravio endlich seine Stufe 2 Hammer bekommen. Dann gibt es auch nochmal Bomben und ein bisschen Feenahrung. Und ich brauche hier einen Holzhammer. So, erhöht die Angriffskraft und ermöglicht es, Holzpfosten in den Boden zu schlagen. Ja, dann tun wir das auch. Und eine neue Belohnung wurde freigeschaltet. Was für eine spektakuläre Animation. So, Superkraft der ganz Lorule fast. Jetzt haben wir sogar noch mehr Angriffspower. Das ist geil. Und übrigens, hier drüben gibt es auch schon unsere erste Zweitelement-Waffe zu holen. Und zwar Armbrüste für Linkel mit einem Zweitelement. Soweit ich informiert bin, hat sie dann Feuer und Licht gemeinsam. Richtig geil. Und hier brauche ich Bomben. Habe ich 3 Stück. Also sprengen wir hier gleich mal ein Loch rein. Sehr schön, neue Belohnung freigeschaltet und nochmal eine Superkraft, jetzt haben wir nämlich auch noch Rubine, jetzt kriegen wir mehr Rubine noch da dazu wegen den Bomben und hier könnte ich auch einen Tornado-Stab bekommen, hier brauche ich sogar mal so ein Mai-Mai, empfohlene Elemente dafür wieder plus Wasser, aber das ist wieder das andere weg, ne warte mal, das lassen wir noch, jetzt machen wir erstmal hier weiter und holen uns den Stufe 2 Hammer für Ravio. Abenteuerschlacht, Superkräfte, Angriffskraft plus und Rubinausbeute plus, besiege die Dinodorus-Truppen, begrenzt auf Ravio. Also, ich hole mir jetzt erstmal seinen stärkeren Hammer. Yuga hat seine Stufe 2 aber schon, also muss Ravio da auch nachziehen. Und los! Ich darf wieder jemanden mitnehmen in den Eldin-Vulkan, aber ich werde das mit Ravio ganz alleine schon schaffen. So, der hat ja bis jetzt nur so einen billigen Holzhammer mit 5 Sternen, aber sonst gar nichts. Irgendein Siegel ist da noch, irgendeine Fähigkeit versiegelt, interessiert mich eh nicht wirklich. So, und, boah, wen soll ich noch mitnehmen? Nehmen wir einfach wieder den normalen Link mit, den ich eh nicht benutze, ist doch eh wurscht. Und Krisenmasse gibt's nicht. Ne, dann nehmen wir wieder meine Finsternisfeengefährtin und wir legen los. Okay, schön. Wieder mal Eulenstatuen vorhanden, das ist immer gut. Also dann, Truppen von der Rune bestehen aus Ravio, Link und Arunia und Kronhauptmännern. Truppen von Horrorkit, eben aus dem Horrorkit selber mit Dinodorus und Eroberern. Das heißt, wir müssen scheinbar schon wieder Festung erobern. Hatten wir doch eigentlich erst. So, Südpalast hat einen Schatz. Und Lager auch. Können eigentlich nur Rubine sein, da gab es sonst gar nichts anderes hier. Außen die Nahrung ist ja nicht in der Truhe drin. Okay, dann legen wir einfach mal los. Ich werde euch zeigen, wozu ein Gorone fähig ist. Ich meine natürlich ein Ravio. So, neue Mission wieder. Erobere und halte 6 Festungen. Das haben wir zwar letztens erst gehabt. Tut mir auch leid, dass das schon wieder passiert, aber... Oder ganz kurz Link. Nur ganz kurz wegen dieser Eilen-Eulen-Statue hier. Und wegen den Erobern. Da wechsle ich auch sofort wieder zurück. Aber die sind jetzt gerade so schön hier in seiner Nähe. Und dass wir auch gleich hier uns porten können. So. Und verpisst euch. Ich werde nur ganz kurz. Und zwar ungefähr hier so. Und jetzt Achtung, Ding Dong. So. Und sofort wieder Ravio. Oh, Yuga wurde gesichtet. Und Tetris ist auch ein Eroberer. Yeah, ganz schön kalt, was? Der Eisstab ist halt geil. Könntest du mich bitte nicht stören, wenn ich Kunst erschaffe? Ich störe dich so oft, wie ich will. Dagegen kannst du auch gar nichts machen. So. Das Schlachtfeld wird meine Leinwand für ein blutiges Gemälde. So, wir haben jetzt schon 500 Feinde besiegt und eine Explosion hier. Bam, Alter, das ist nämlich mal ein dicken Hammer, hä? Da steht Darunia drauf. Ja, yeah, saubere Arbeit. Darunia steht auf große Hämmer. So, Sheik wurde auch noch gesichtet, aber was ist denn hier los? So viele andere Feinde noch zusätzlich, was will die denn hier? Was zur Hölle will ich hier? Hat sich noch gar nicht mal gemeldet, noch gar keine Nachricht bekommen. So, hier haben wir gleich mal Yuga, komm mal her. Schmeck mein Hammer, den stecke ich dir gleich hinten rein. Bam. So,
So, Sheik will die Feindlichen drum durch Eroberung motivieren. Achso, die will jetzt Festungen erobern, deswegen die Moral steigern. Rückt gegen verbündete Festungen vor, natürlich. Wovon träumst du nach? So, hier. Bam. Yuga hat's gleich sowas von erwischt. Und tschüss, Mann. Du hast zum letzten Mal den Pinsel geschwungen. Nächstes Mal zerquetsche ich dich gleich zu Beginn. Ja, kannst du ruhig probieren, wird dir aber noch nichts nützen. Ich war kurz in Panik, aber dann habe ich gewonnen. Ach Quatsch, du warst doch nicht in Panik, jetzt übertreib mal nicht. So schlimm war es nun wirklich nicht. Warum hast du jetzt gerade niemanden getroffen mit deinem speziellen Griff? Du scheiß Kackechse, komm her. Hat er sich einfach mal umgedreht und wurde nicht von einem Spezialangriff erfasst? Frechheit. Das darf aber nicht wahr sein. So, jetzt haben wir wieder SP voll. Sehr schön. So, was? Der Nordplatz hier kurz davor zu fallen? Verarschen? Ich erober jetzt hier erstmal... es wurde doch ein Magiespezialist gesichtet. Schwupps. Ich erober mal die Mittelfestung. Aha, Magiespezialist wird auf den Tunnelplatz eine Barriere schaffen. Wäre nicht so schön, wenn ihm das gelingt. So, Sheik hat eine verbündete Festung erreicht. Ich glaube, dir geht's zu gut. So, wen haben wir denn hier? Ach, da ist der Magie-Spezialist. Komm her! Du stirbst noch heute. Und zwar jetzt sofort auf der Stelle. Ich habe eine der Festungen besetzt. Das hast du gut gemacht. So, der Kronhauptmann ist gestärkt in einer eroberten Festung erschienen. Sehr schön. Könnt hier noch so ein bisschen Magie gebrauchen. So, das ist schon mal gut. Sheik hat eine verbündete Festung erobert. Fickt die Sheik. Und fickt euch mal alles. So, es reicht mir jetzt. Da will man nicht wahr sein. Da will ich getruppen, die Witte. Scheiß Sheik hier. Was macht die überhaupt hier? Wo ist die hergekommen? Keiner hat dich eingeladen. Keiner will dich, keiner mag dich. So, das Lager wird schon mal wieder mir. Also, was heißt wieder mir? Das hat mir vorhin auch noch nicht gehört. So, passt schon. Okay, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir ganz kurz mal flöten. Fickt euch jetzt nicht. Eine Festung erobert, mein Applaus, den gibt's, wenn du fertig bist, Ravio. Doch noch nicht jetzt. Dafür gibt's keinen Applaus. Für die Leistung nicht. So, und jetzt. Was? Alter. So, und der Tunnelplatz ist wieder in meiner Hand. So, und weil Link hier gerade ist, es reicht mir jetzt nämlich, jetzt habe ich echt die Schnauze voll. Ihr geht jetzt mal alle schön sterben. Ich denke, ich werde in dieser Festung einen Laden. Nur Spaß. Ihr denkt schon wieder daran, überall einen Laden aufzubauen hier. Du willst hier keinen Laden errichten, Ravio, dafür ist auch keine Zeit. Ich glaube kaum, dass hier Kunden vorbeikommen werden. So, und wieder Ravio. Das ist doch nicht zu fassen. So, alle Scheiß-Sheik, jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt bist du büßen, dass du hier gerade vorhin was erobert hast. So, hier, schmeckt mein Lichtbogen. So eine Unverschämtheit und tschüss. So, der Oberer kann auch mal verrecken. Sehr gut. Schon besser. So, noch eine Festung. Ich würde sagen, dann schnappe ich mir mal diese Festung hier drüben. Das ist der Steinplatz. Kommt halt davon, wenn man nicht aufpasst, ne, dann werden einfach mal Festungen erobert. So, was? Der Ober ist zurückgekehrt? Nein! So, hab's aber schon geschafft. Edge. So, obere Rücken Richtung... Ich finde die Laufanimation von Ravio sieht so bescheuert aus. Wie kann man so laufen? So, du hast nur 6 Festungen unter Kontrolle. Scheiße, Dreck, Oberer, du kannst hier nicht mal dein eigenes Grab erobern. Vergiss es! Zack! Aufgespießt von Eiszapfen, das muss ja so weh tun. So, SP voll. Zack. Tore zum Ende kommen wieder auch schon geöffnet. So kann man den Super zerobern, wenn wir gerade hier so lustig sind. Komm, spiel mit mir. ich möchte gar nicht wissen, was Horkid für perverse Spielchen schon wieder spielen will. Jetzt mal voll vergessen. So, ist auch nur Geld drin. Aber Ravio ist Rubinen sicher nicht abgeneigt.
So, oh, na klar, jetzt bin ich auch noch mal ein Handler-Tentakel-Gesicht. Wollt ihr mich komplett verarschen? Das gibt's doch nicht. Natürlich habe ich da drüben noch keine... Oh, komm, ist doch jetzt eh egal. Pfeife jetzt auf den Manhattan-Tentakel, obwohl ich könnte ja hier mal ganz kurz hier... Fürs Horror-Kit, extra nur für dich hier, so, bitteschön. So. Ja, du bist wirklich ein klasse Kämpfer, ja, danke. Sieht Ravio gar nicht ähnlich, ich weiß. So, dann einfach mal hier hin. Weil ich finde, Manhattan-Tentakel einfach nur megamäßig nervtötend. Die können dir die ganze Schlacht versauen. Ja, er denkt schon wieder hier, ich werde in diese Fessung einladen, nur Spaß. Natürlich. Für dich ist doch alles nur Spaß. Falls du hier kein lukratives Geschäft rausschlagen kannst. So. Und währenddessen ich hier unterwegs bin, wirkt schön die Finsternisbarriere hier, also meine eigene Finsternis vielmehr gewirkt und zieht dem Horror-Kit schön Energie ab. So, zum Glück sind beide Manhattan-Tentakel in derselben Festung drin. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Wenn man Pech hat, sind die in verschiedene Festungen. Aber diesmal habe ich Glück gehabt. So. Jetzt halt über die Fresse! Und verpiss dich! So, dass Manhattan-Tentakel bis in die Bombe da mein Ende bereitet, ist ja nicht zu fassen. Da werde ich sowas von sauer. So, hier, Bombe! Extra für euch, ein paar Bombis. Was für ein fetter Hammer. So groß ist nicht mal der von Darunia. Ja. So, Ausgang erobert. Wozu brauche ich jetzt eigentlich noch eine Feuerfee? Unnötig. Magie haben wir auch nochmal voll gekriegt. So, und jetzt ist aber Schluss für heute. Also, ich meine, mit der Schlacht mal. Also, der Partner noch lange nicht, aber noch Zeit. So, zack, so. Naja, Festung erobert, mein Applaus. So, komm, Link, mach mal ganz kurz. Hier kannst du noch einen Bestplatz erobern, dann gehört uns nämlich die ganze Karte. Sehr schön. So, und wozu war das gut? Für nichts und wieder nichts. Weil da eh nichts drin war. Egal, uns gehört jetzt die gesamte Map. Das finde ich super. Kann Link ja ruhig auch mal ganz kurz. Das war ja wirklich nur so nebenbei. So, Ravio ist aber trotzdem der Held der Stunde. Komm her, Horror-Kid. Jetzt spielen wir heute mal mein Spiel. Das heißt, hau das Horror-Kid. No, das hat eigentlich auch nicht so lang gedauert. Unter 8 Minuten, sehr schön. Und Waffe erhalten, Hasenhammer. Nutze den Hammer und andere Items, um Gegner mit Explosionen und Wind umherzuwirbeln. Mit Hilfe des starken Angers setzt du Eis ein. Wenn du X gedrückt hältst, erhöht sich die Reichweite. Voll so ein weißer Hammer mit so Hasenöhrchen vorne drauf. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Aber das ist halt sein Stufe 2 Hammer. Sehr schön. Und wir haben nochmal Bomben bekommen. Jetzt habe ich wieder 3 Stück davon. Und ich würde sagen, wir holen uns gleich mal die erste Zweitelementwaffe auf der Lolo-Karte. Nämlich die Armbrüste für unsere liebe Linkel. So. Wir haben immer noch Angriffskraft und Rubinusbeute Plus. Die anderen dürfen sich nicht ausbreiten. Was ist das denn für ein Name für eine Schlacht? Klingt eigentlich total komisch, aber egal. Linkel soll auch endlich mal wieder zeigen, was sie so drauf hat. Und los geht's. Sonst gibt's ja nämlich nichts, nur Feenahrung. Also los. Wir sind hier zu dritt in der Fummelschiene Passion. Okay, gut. Bei Linkel weiß ich schon, dass sie ein neues Kostüm bekommen wird. Im Moment lasse ich hier mal das Standard auf großer Fahrtkostüm an. Sieht ein bisschen aus wie so ein gelber Regenponch, ich weiß auch nicht. Aber egal, das trägt sie jetzt einfach mal. Das ist von der großen Fahrtkarte in Gelb gehalten. Und sie hat hier legendäre Armbrüste plus. Leider nur mit einem einzigen Stern. Das finde ich eh ein bisschen blöd. Aber naja, ich habe dafür Schnellangriff drauf und den sogenannten K.O.-Schlag.
Hier, K.O.-Schlag, Feinde werden gelegentlich mit einem Treffer besiegt, aber ich weiß nicht, wie hoch da die Prozentzahl ist. Bei gegnerischen Spielcharakteren und Riesenmonstern funktioniert das sowieso nicht. Also wenn dann, glaube ich, nur bei kleineren Gegnern, Hauptorten und sowas, aber sonst. Ist egal, den nehmen wir trotzdem mal mit. Und, ja, keine Ahnung, wie kann ich ihn noch mitnehmen. Wer passt gut zu... Na, eigentlich passt Link gut zu Linkel. Auch wenn die vielleicht theoretisch Geschwister sein könnten, aber das wäre ein bisschen gestört. So, und dann, meinetwegen, nehmen wir auch noch Prinzessin Zelda mit. Mit einem Lichtrapier Plus. So, die drei sollen es sein und dann gibt's wieder ordentlich aufs Maul für die bösen Jungs. Und Mädchen, je nachdem, wer halt gerade da ist. Und los! Keine neuen Statuen, was soll das? Warum sind die nicht eigentlich standardmäßig immer da? Verstehe ich nicht. Na egal, Schlachtfeld. Also dann. Truppen von Ravio bestehen jetzt aus Linkel, Link, Zelda und Ravio. Das ist doch mal eine coole Mischung. Hyrule Hauptmänner. Fragt sich, wie lange die wieder da sind, bis sie abhauen. So, Truppen von Tingle. Stahlmeister. Frostnachschwärmer, okay. Ist klar. Bösen Link gibt es jetzt auch wieder, sein böser Zwillingsbruder. Vielleicht der Dunkel-Link. Nee, eigentlich ja nicht, würde er darstellen, ist egal. Elite-Rekrutierung, die wollen wieder meine Truppen abwehren. Was soll das denn? Frechheit. So, Drakone-Festung hat einen Schatz. Bastionsgärger auch, da können eigentlich wieder nur Rubine sein. Eventuell auch ein großer Schlüssel. Egal, legen wir los. Dann mal los. Ja, habe ich doch gesagt. Watz, watz, watz. Jetzt wird mal kräftig rumgeballert. Neue zubissige Hauptleute bei der feindlichen Armee. So, wow. Alter, du hast mich jetzt schon gestreift, du blöde Frostenschwamm. Was bildest du da ein? So, Elite-Rekrutierung und Verbündete und Gegner abwerben. Das habe ich mir schon gedacht. So, scheiß Frostnachtschwärmer schon mal tot. Der mich einfach mal gestreift hat, wie die Schlacht angefangen hat. Das war doch unfair. Wiederholung, das gilt nicht. So, besiege alle verbleibenden feindlichen Hauptleute, natürlich. So, Link will Elite-Rekrutierer rufen. Also, der böse Link. Kann ich doch vorher nicht wissen, wer da alles dabei ist. Das ist immer so dumm. Und dann immer so peinlich und blöd irgendwie, wenn man denselben Charakter auch zweimal hat, ne? Das ist irgendwie komisch. Watz, aber ist mir doch egal. So, boom. Mein Link tritt eh ein anderes Kostüm, kann man sie eh beide unterscheiden. Alter, das ist ein Bombenhagel, ja? Krass. So, Sternstofffestung gehört schon mal mir. Die Elite-Rekrutierer müssen schnell besiegt werden, natürlich. Elite-Rekrutierer steckt da gewobene Einheiten. Tatsächlich ist das so, ja? So, ein Vorposten. Ja, überlassen Sie die Sache nur Tingle. Dann kann es auch nur schief gehen. Niemals auf Tingle verlassen, der kann gar nichts. Der Rachegeist wurde durch das starke Herz von Linkel angelockt. Oh, jetzt auch noch ein Rachegeist, natürlich. Er verabscheut das sehr starke Herz von Linkel. Nur eine Niederlage kann den Rachegeist besänftigen. Ich gebe dir gleich Besänftigung und zwar... So. Bitteschön. So, eine Festung mehr für uns. Ach, da ist ja der Rachegeist schon. Na, was zum... Achso, muss ich ja so machen. Mit Y hier so XY. Zack, zack, zack. So. Rachegeist hat Link erreicht. Rachegeist ist gerade voll in Sehnsucht zurückgekehrt. Yo. Alter, wie die abgeht. Ich finde Link hat so geile Moves hier mit den Armbrüsten. Finde ich, kämpft irgendwie viel besser als mit den Stiefeln. Die liegen mir eh nicht so. Die sind mir irgendwie zu langsam. Und da habe ich auch gar keinen Schnellangriff. So, Rachegeist ist auch besiegt worden. Bam, 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 bam. Und boom. Alter. This girl is on fire, kann ich dazu nur sagen. Aber sowas von. Ja gut, wohin jetzt? Ne? Ich würde sagen, erstmal nach dort. Da ist die Kacke am Dampfen. So, komm, gib mir nochmal mal Magiefläschchen. Ja, sehr gut. Aber gleich mal komplett voll machen hier. Dankeschön. Elite-Rekrutierer Truppen von Tingle für Truppen von Link abgeworben. Fies, Mann. Aber wenigstens sind es nicht meine Einheiten. So, jetzt rechts hier. Nehmt das! Boom! Und der Bastionskerker wurde mit einem Schlag erobert. So mag ich das. Alter, hier seht euch Zelda an mit Hildas Farm. Das sieht so geil aus. Aber du bist dafür ganz schön hässlich, du blöder Frostnachschwärmer. So stirbst du. Bam. So macht man das. Frostnachschwärmer besiegt. Und, ah, große Magieflasche nochmal hinterlassen. Sehr schön. So, alle fertig Hauptleute besiegen. Blablabla. Ist schon klar. Hier, was. Ja, Link hat Elite-Rekrutierer schon. Das finde ich nicht so cool. Warum schreie ich dann ja? Hört er so, nein, scheiße. So, da ist rechts hier. Mein Passionskerker, ja. Elite-Rekrutierer rücken vor. Ja, ich auch.
So, das ist mein Vorposten, verdammt. Mein Vorposten ist das. Alles meins. Gut, wohin jetzt? Ich würde sagen, mal kurz hier drüben hin, weil hier ist Gefahr im Verzug. Das sind ja die scheiß Elite-Rekrutierer. Was willst du denn hier? Bruder, gib du einfach mal Ruhe. Deinem vollen Stinkeatem. So. Oh, Medulli ist hier. Ich bin hier, um euch zu helfen. Überlass die Feinde in der Festung hier, den zeige ich, was ich kann. So, da bleibst du mal stehen, du blöde Elite-Rekrutierer. Das ist unhöflich, einfach weiterzugehen, wenn man mit dir sprechen will. Oder wenn man dich besiegen will. So, Medulli rücken Richtung der feindlichen Festung vor. Ja, die erobert gerne Festung, wenn sie es nicht schafft. So, Vorposten auch erobert. Wenn ich schon mal hier bin, erobere ich jetzt mal hier vorne. Okay, oder warte mal, mach mal erstmal hier so einen Sixter Boomster-Lister, irgendwie so, und ha, ha, ha. Sehr schön, Drakonifestung ist jetzt auch meine. So, irgendwo ist da gerade wieder drüben höchste Gefahr, aber nicht hier. Ja, von dir kann ich mir noch was abgucken, eher umgekehrt. Wie viele Elite-Rekrutierer gibt's denn hier eigentlich? Das sind ganz schön viele. So, die Terra-Fesseln steht kurz davor zu fallen. Nein, Terra, gib dich nicht der Finsternis hin, das darfst du nicht. Hoppla, falsches Spiel, ist ja egal. So, kurz nochmal zurück. Ich finde die Musik so geil. So. Voll coole Wind Waker-Remix-Mucke. Alter, der kann einpacken, der Elite-Rekrutierer. Eine Fessel mehr für uns, so komm jetzt. Was? Ey, du sollst ihn richtig abballern, komm schon. Igitt, was war das denn? Eine eklige, giftige Kugel hat er auf mich gespuckt. Wie kannst du es nur wagen? So, da ist jetzt gerade irgendein... Ah, alle Elite-Rekrutierer wurden besiegt. Sehr gut. Irgendein Hauptmann ist gerade von mir geflohen, aber pff, das bin ich ja gewohnt. Das bin ich ja gewohnt, dass die ganz gerne mal abhauen. Weil die halten einfach nichts aus. Das sind die größten Pussys im ganzen Spiel. Wozu die sich überhaupt Hauptmänner nennen? Wer hat euch überhaupt zum Hauptmann ernannt? Ich war das nicht. Ich werde das nicht. Nee, ich werde das nicht. So. Link. Gegen Linkel. Ja, egal wie stark du bist, gegen Link kommst du nicht an, Acht, ja? Ich zeig dir jetzt meine Frauenpower. Ja, willst du mal sehen, was ich drauf habe? Alter, also, kann ich den fertig machen, der kann einpacken. So, der eine des Stahlmesters wurde zerschlagen. Gleich wird Links Unterkiefer zerschlagen. Was? Rabienbedrängnis? Was ist los da oben? Was ist denn los? Was? So, was hast du denn hier vor? Alter, was ist los? Schule des Glücks? Hm, das sieht übel aus. Okay, dann machen wir vielleicht einmal den hier. So. Schule des Glücks erobert. Hallo? Ich sagte Schule des Glücks erobert. Das war eine vortreffliche Leistung. So, nochmal Magie voll. So, Link muss ich aber besiegen, sonst komme ich ins Weilig Hauptgebiet nicht rein. Also Flammentanz. Schwing die Hüften! Yeah, so macht man das. Obergeil. Eine Festung mehr für uns. Sexy. Und Mission endlich erfolgreich. Na, wurde auch Zeit. Chaos habe ich hier schon mehr als genug. Über 1600. Und besiege den fälligen Feldmarschall. Tore wurden auch schon geöffnet. Dann gibt's jetzt aufs Maul. Ist hier irgendwo eine Waldfee? Tiggy will nicht mehr allein sein. Ja, bist du auch nicht mehr. Du musst jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Und mit meiner finsteren Feenmagie. So, der ja klar, jetzt wurde der Magie-Dieb gesichert. Na, jetzt ist mir der Magie-Dieb auch egal. Die Feenmagie wirkt ja schon. Will der einfach hier mal meine Magie klauen? Sicher nicht. Oh Gott, was hat Tingel denn vor hier? Seinen komischen Bombenballons hier? Du bist ja wohl nicht mehr ganz dicht. Dein Kopf ist ein einziges Vakuum. Ja, du bist wirklich stark, da kann ich nicht mithalten. So, Tim kann da auch nicht mithalten, der ist nämlich gerade auf die Schnauze gefallen und hat verloren. Und damit haben wir gewonnen. Mission erfolgreich. Na dann her mit der Waffe. Gewonnen, das macht mich vielleicht glücklich. Ja, mich auch. Na, das hat doch ganz gut geklappt. 6,5 Minuten hat das nur gedauert. Und Waffe erhalten, legendäre Lichtarmbrüste. Fernwaffen zum Schutz von Hühnern. Der starke Angriff erlaubt Dauerfeuer. Halte nach einer Combo X, um Bombenpfeile zu verschießen.
Ich habe anfangs noch geglaubt, sie kriegt vielleicht, keine Ahnung, entweder so Feuerblitz oder Feuerwasser, aber nein, sie kriegt tatsächlich Feuer und Licht zusammen. Ist vielleicht auch eine Anspielung daran, dass sie sich ja auch für eine Reinkarnation des legendären Helden hält und da passt das Lichtelement eigentlich ganz gut. Feuer und Licht? Haben wir eigentlich bis jetzt jemals schon? Hat irgendeiner Feuer und Licht zusammen? Ich glaube nämlich nicht. Kann ich mich nicht erinnern, dass irgendjemand eine Feuer-Licht-Waffe hat? Oder umgekehrt, Licht-Feuer. Kann ich mich gar nicht erinnern. Aber umso besser. Die legendären Lichtarmbrüste. Ey, wenn man das immer so betont, das klingt immer so komisch. Im Englischen einfach Crossbows. So, und dann hat das hier und das und das andere ist alles lame, das wird verkauft. Das ist die Trainingsarmbrüste von Stufe 2 von schlecht. Richtig kacke. Also mit dem Part bin ich sehr zufrieden. Zwei neue Waffen bekommen und vor allem meine erste Zweitelement-Waffe von der Lolo-Karte. Direkt hier unterhalb gibt es ja auch wieder zwei, aber da komme ich gar nicht hin. Wir können trotzdem kurz mal gucken, was wäre hier. Aha, für Link. Der bekommt übrigens tatsächlich, das ist im Internet schon bestätigt worden, der bekommt tatsächlich alle Waffen, abgesehen jetzt mal vom Master Schwert, das zählt ja nicht, aber alle anderen übrigen Waffen, die er noch hat, bekommt Link tatsächlich alle noch mit Zweitelement. Das heißt, das normale Einhandschwert, die große Fee, Epona und auch den Gleiter bekommt er alles hier auf der Lolo-Karte. Das heißt, seine Waffen sind hier viermal vertreten mit Zweitelement, richtig geil. Und hier direkt daneben, für Impa, naja logisch, weil die hat ja bis jetzt nur die Blitznagenate der Ahnen, die kriegt noch ein Großschwert, ich glaube das war Wasserlicht, keine Ahnung warum die nicht irgendwie Finsternis oder so kriegt, wegen Shikar, Schattenweise und so, keine Ahnung, hier unten gibt es dann noch ein Kostümchen und so in dieser Ecke, da komme ich aber echt nur über so einen Dimensionsspalt hin, egal, das muss halt also noch warten, hier oben bekäme ich ja zum ersten Mal einen Tornado-Stab und hier muss ich, hier kann ich mal Maimais hinbringen. Empfohlen Element plus Wasser, bring sie zu Mama Maimai, dann tue ich das mal. Hier, bitteschön, ich habe dein Baby gefunden. Neue Belohnung freigeschaltet hier. Ah, du hast meinen Nachwuchs gefunden, oh Held, dafür gibt es eine Belohnung, denn sie bedeutet mir die Welt. So, Superkraft der Kanzlerin erfasst, nehme ich das Wasserelement jetzt und hier kann Yuga einen Herzcontainer bekommen und es gibt eben einen Tornado-Stab. Das wäre... Aha, Einzelschlacht. Nee, komm, das ist... Nee, komm. Das geht sich in dem Part jetzt nicht mehr aus, sonst wird das auch wieder zu lang. Das will ich nicht. Es ist jetzt mal Schluss. Im nächsten Part geht's ja dann eh wieder weiter. Also tschüss und bis zum nächsten Mal.